Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben letztens einen Vlog hochgeladen, dass wir beim Food Truck Festival in Coburg waren, haben alles gezeigt, was es da gibt. Das Muttertier, die sitzt noch hier, das reimt sich und da steht Bier. Die hat was getestet, Pupsi hat was getestet, die haben was gegessen. Ich habe gesagt, ich habe mich entschieden, ich möchte mir was holen, was ich mir da geholt habe. Das seht ihr hier jetzt in dem Video, das steht aber auch schon im Titel. Ich habe mich für den teuersten Burger auf dem ganzen Street Food Festival entschieden und generell das teuerste Gericht, was es hier gibt. Und das steht da drüben und da laufen wir jetzt hin. So, da drüben ist Hannibal und Hannibal bietet den teuersten Burger beim ganzen Street Food Festival an. Ich habe jetzt 100 Euro dabei. Ich kann euch noch mal ganz kurz zeigen, was es hier gibt. Full Blood Burger mit Wagyu Beef, Wild Bison Burger mit Bison Fleisch, Early Bird Burger mit Straußenfleisch und das ist er, der Crocodile Burger mit Krokodilfleisch, leckerer Bacon Bomb, Chili Dip, Cheese in the Mix, Rispentomate, Salat der Saison. Auf Wunsch auch ohne Chili, wir wollen aber mit. 16,50 Euro, das ist ein Krokodil. So soll der dann aussehen. Den holen wir uns jetzt. So, das ist jetzt der Burger. So sieht er jetzt aus. Ich zeige Ihnen den auch noch. Ich zeige euch den auch noch mal von vorne. Ist eigentlich so klein, hätte ich das gewusst, hätte ich den vorhin schon direkt genommen und hätte mir da noch was anderes gesucht. Ich bin zwar jetzt ein bisschen verdutzt, weil der kostet ja 16,50 Euro. Jetzt hat er da gefragt, möchtest du noch Mozzarella Bacon Bomb dazu? Ich gesagt, ja, mach halt einfach alles drauf, damit das nach was aussieht. Okay, sind dann aber 4 Euro mehr. Habe ich 20,50 bezahlt, der hat mir was rausgegeben. Dann gucke ich an, eigentlich stand ja bei dem Burger dabei, da ist schon eine Bacon Bomb drauf. Also müsste eigentlich nur Mozzarella dazu gewesen sein. Dort stehen Toppings an dem Wagen dran, Toppings 2 Euro. Und ja, da stand noch mal was mit Bacon Bomb, da stand auch was mit der Chili Bomb, da stand alles andere drauf, deswegen... Irgendwas hat, denke ich mal, schon wieder sowieso nicht gepasst, ist mir doch aber egal. Ich nehme den jetzt einfach mit, den möchte ich jetzt essen. Der ist halt voll klein, ja. Aber das Fleisch ist ja das Teure, das Fleisch ist ja das Teure, das Fleisch ist das Besondere. Jetzt brauche ich irgendwo eine Location, wo ich den esse, wo der auch noch was aussieht. Das könnte hier vielleicht funktionieren, wir testen mal. Hältst du mal kurz? So, da steht's nochmal, Hannibal. Internationale Burger Home Base. Sieht ja gut aus, war auch total schnell fertig, aber irgendwie ist trotzdem wieder alles mysteriös. Ich beiße jetzt einfach mal hier rein in die Mitte eine Mozzarella Bacon Bomb. Ja, ihr seht Mozzarella vielleicht, weil hier oben ist noch Käse. Auf dem Käse, unter dem Käse, unter dem Mozzarella Käse ist hier Bacon, obwohl ja Bacon eh drauf ist. Unten sehe ich halt die Tomaten, hier ist der Salat, dazwischen ist ein Stück Krokodil. Das guckt mich lustig an. Wir beißen einfach jetzt mal hier rein. Das ist ein Biss für 20 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Und gleich breche ich noch ab, weil die Mama gerade das Pale Ale Bier getestet hat und das IPA. Und Bubsi und ich waren uns einig, wer IPA trinkt, der ist nicht mehr normal. Und Mama kommt, mir schmeckt das IPA aber besser. Ah, das ist egal, das gehört jetzt hier gar nicht her. Also ich habe reingebissen, ich finde, es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Es ist ultra zart, das Fleisch, es ist sehr weich. Mozzarella, du hast so eine leicht cremige Note dabei, eine käsige Note oben dabei, du merkst die Tomaten unten raus. Salat ist da, auch nochmal so Käse überall. Vom Fleisch habe ich gar nicht so viel mitgekriegt, außer dass es halt so übelst weich und zart ist. Aber hätte auch sein können, es hat einen total muffigen Geschmack und ist richtig abartig. Das ist es nicht. Wir beißen also nochmal rein und genießen mal den zweiten Biss in den Crocodile Burger. So, auch der zweite Biss war deliziös. Du hast schon trotzdem das Gefühl, dass so was ganz Besonderes ist, ja? Hätte jetzt auch total trocken sein können, total ledrig irgendwas. Hab gedacht, oho. Obwohl, wer sagt mir denn jetzt, dass das wirklich Krokodilfleisch ist, was da drauf ist? Vielleicht ist es trotzdem nur Hähnchenfleisch und ich mag das, weil es so schön zart ist. Und so, hier ziehen sich die einzelnen Bacon-Streifen raus. Mit Bacon-Bomb war ja angekündigt. Mag ich eigentlich gar nicht. Bei Maggis mag ich so Bacon Burger gar nicht.
Hier finde ich, passt das schön dazu, macht nochmal einen guten Geschmack. So, habt ihr schon mal Krokodil gegessen, Krokodilburger oder Känguru, was wir eigentlich gesucht haben, dann Krokodil gefunden haben, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich fand's lecker, ich fand's gut, würde ich auch nochmal essen, aber nicht für 20,50, sondern für 16,50 ohne Cheddar, ohne Mozzarella, Bacon Bomb. Mal gucken, müssen wir gleich den Test machen, noch einen bestellen und gucken, ob das funktioniert. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Euer Muttertier, was ich gerade nicht sehe. Ciao, ciao. Sehe ich wirklich nicht. Und Pupsi!